Ja, Halleluja, sag ich. Das ist so ein super cooles Kompendium, Enzyklopädie, hab ich da gemacht über die Seestadt Wien-Ospen. So sieht es aus. Erste Seiten, ja, was war früher alles los? Ich erzähle die ganze Geschichte über die Seestadt mit vielen QR-Codes. Und dort findet ihr sehr viele Detailinformationen. Wie zum Beispiel 12 bis 97. Da hat man viele geile Typen in der Seestadt. Gut, Falco ist eh klar. Masterplan mit den Protagonistinnen. Über Kultur, 2013, die U2 und so weiter und so fort. Also wirklich ein cooles Fotoalbum. Genial. Also, schreibt an jörg.meier@usedjg.com und sagt, wenn ihr so eins haben wollt, kostet, glaube ich, 110 Euro. Mit 50 Seiten und das mit 80 Seiten etwa 160 Euro, aber geht sonst auch auf meine Homepage www.usedjg.com zur Seestadt, da sind wir erst bei 2019, cool. Und was ist denn das da? Ja, das habe ich mal früher gemacht über die T-Base. »2020, T-Base, tschüss, 21, gehört ja dann das Piazza Grande Debakel, jetzt kommen die geilen Seiten mit 1,7 Millionen Euro, und die Seite gefällt mir am besten über das autoritäre Regime von Wien, ja, passt schon, also schreibt mir.« Viel Spaß! Ja, jetzt war es langsam auf dem Champion. Das ist Seestadt. Super cool Sound. Heißmüde. Thank you.
da laufen sie langsam. Yeah.
Seestern. Into the groove, into the house. Und geile Pier entlang. Yep, yeah. Was ist los? Jetzt kann die Welle vorbeifahren und gute Musik. Ja. Aber heute ist es noch angenehm, weil wenn jetzt dann der Sommer kommt, wenn es heiß wird, boah. Dann kommen sie mit Bikini, oder? Ja, genau. Ja, aber das geht ja bis August. Ja, aber in der Seestadt ist glaube ich nicht bis August. Das ist. Also. In der Seestadt ist nur glaube ich bis Mitte, Ende Juli. Gell? Tschüss, Papa. Baba. Ganz anders, jetzt gehen wir heim. Yeah, House Music in the Seestadt. Dort vorne beim Impulstanz. Oh, Samuel. Come on.